Hallo Freunde, heute gestalten wir zwei Arten eines Ankers. Als erstes den, den wir auch ohne Vorlage gestalten können. Dazu ziehe ich ein Rechteck auf, ein weiteres Rechteck und eine sehr dicke Kontur, die ich mit dem Freihandlinienzeichenwerkzeug erstelle. Wenn ich Steuerung gedrückt halte, bewegt es sich nur rein seitlich. So. Jetzt wähle ich alles aus, klicke auf Ausrichten und Verteilen und vertikal zentrieren, damit ich es gleich optimal bearbeiten kann. So. Jetzt klicke ich auf die Kontur, Muster der Kontur und jetzt eine entsprechende Breite, die ich allerdings noch herausfinden muss. 12 mm ist schon ganz in Ordnung. Und an die beiden Enden füge ich jeweils hier einen Pfeil hinzu. Es sollte optimalerweise der gleiche sein. Dieser Pfeil war jetzt viel zu dick. Jetzt wählen wir einen kleineren. Der ist immer noch etwas groß. Dann müssen wir gleich hier das Ganze bearbeiten. Und den machen wir jetzt auch auf der anderen Seite hin. Schiebe ich das mal zur Seite. Halte Steuerung gedrückt und vergrößere hier das Kreuz. Und das mache ich ebenso auf der anderen Seite. Und wie ihr seht, gehen die Pfeile jetzt mehr auseinander. Und jetzt gehe ich auf mein Knotenwerkzeug und biege hier den Anker. Man sollte hier möglichst in der Mitte ansetzen. Deswegen hatte ich das auch hier auf Ausrichten und Verteilen vertikal ausgerichtet. So, jetzt wähle ich hier wieder das Auswählenwerkzeug und passe es hier entsprechend an. Die Balken mache ich auch etwas schmaler und färbe sie ebenfalls in Schwarz. Um beides nacheinander auszuwählen, muss ich Shift gedrückt halten. Und jetzt kann ich hier noch ein paar Kreise aufziehen. Der obere Kreis sollte dabei hohl sein. Diesen dupliziere ich jetzt erst einmal und füge die beiden Kreise außen hinzu, damit ich die Einstellungen nicht doppelt umstellen muss. Hier wähle ich noch weitere Einrastfunktionen aus, damit er hier genau in der Mitte einrastet. Jetzt dupliziere ich es. So. Perfekt. So. Diesen Kreis könnte ich entweder nur aus Kontur bestehen lassen. Oder ich füge innen einen Kreis hinzu. Klicke dann auf Fahrt und Differenz. Und schon habe ich einen Anker, der weniger elegant aussieht, aber bei dem man schon erkennen kann, dass es sich um einen Anker handelt. Diesen kann man sicherlich auch noch verschönern. Jetzt klicke ich auf die Maus. Die zweite Variante zur Erstellung eines Ankers wird auf jeden Fall eleganter aussehen. So. Dazu habe ich mir jetzt ein Muster aus dem Internet heruntergeladen. Link werde ich in die Beschreibung packen. Klicke jetzt mein Freihandlinienwerkzeug und setze ungefähr entlang des Ankers die Knoten. Es sollte auf jeden Fall nur ungefähr sein. Sonst könnte man sich auch einfach den fremden Vektor herunterladen. Aber diesen darf man natürlich nicht so kommerziell verwenden. Danach gehe ich in mein Knotenwerkzeug und sorge dafür, dass er einigermaßen gut aussieht. Beziehungsweise bringe überhaupt erst die Kurven rein.
Hier diesen Knoten kann ich entfernen, da er sich auf der anderen Seite ebenfalls nicht befindet und er mich am eleganten Gestalten des Ankers nur hindert. So. Ich versuche das noch einigermaßen symmetrisch hinzubiegen. Theoretisch hätte ich auch einfach nur die linke oder die rechte Hälfte machen können, das Ganze duplizieren können und dann entsprechend drehen und anhaften können. Aber ich habe jetzt diese Variante gewählt. So. Mal gucken. Wie ihr seht, ist die Symmetrie jetzt auch nicht ganz so gut vorhanden. Hier ziehe ich noch einen Kreis auf. Färbe den Anker. Klicke dann auf Fahrt und Differenz. Und jetzt haben wir unsere zwei verschiedenen Schiffsanker erstellt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich natürlich auch über jeden Like und jeden Kommentar. Lasst doch gerne ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Mal.